und herzlich willkommen. In der hitzigen Diskussion um Wölfe und Weidetiere werden zwei Faktoren sehr oft ausgeblendet. Mit Herrn Gerd Dumke konnten wir wieder einen absoluten Fachmann zu diesem Thema gewinnen. Hallo und herzlich willkommen, Herr Gerd Dumke. Einen schönen guten Morgen, Herr Braun. Wir steigen gleich ein. Und zwar, wenn wir uns mit den Wolfsbefürwortern unterhalten, bekommen wir immer diese empathielose, aus unserer Sicht empathielose Antwort. Regt euch doch nicht auf. Was wollt ihr denn, wenn ihr einen Übergriff von Wölfen habt, sprich einen Wolfsriss, bekommt ihr eure Tiere doch einfach ersetzt. Was sagen Sie diesen Leuten? Also das kommt sehr darauf an, wenn mir solch eine Person gegenüber ist, dann gucke ich mir natürlich auch sein Gesicht an. Was will der mir eigentlich sagen? Weil es hat natürlich mindestens eine sehr starke emotionale Komponente da drin. Und die ist ganz einfach, dass wir ja mehr Hobbytierhalter oder mehr Nebenerwerbs-Weidetierhalter haben als Hauptberufliche. Ja, die machen das, weil sie Spaß an ihren Tieren haben, mit ihren Tieren haben und auch, weil sie eine enge Beziehung zu ihren Tieren haben. Ich gebe mal, was weiß ich, einfach ein Hinweis, es gibt eben halt auch Tiere, die werden mit der Flasche aufgezogen, weil die so stark menschenbezogen sind, werden die dann natürlich auch besonders lieb gehabt und die bleiben dann auch, egal wie, im Betrieb. So, und da besteht natürlich eine ganz, ganz starke emotionale Bedingung und dann interessiert einen das Geld keine Bohne. Ja, das Tier ist tot und das führt automatisch dann zur zweiten emotionalen Belastung. Jeder, der einen Riss hat und hat das mal gesehen, der hat da ganz andere Emotionen und die kochen auch immer wieder hoch. Ich sag mal, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie im Schwarzwald der erste große Riss war, wo die letztendlich 44 Schafe tot geblieben waren. Das war ja an der stark befahrenen Tourismusstraße. Und mir ist dann berichtet worden, dass da einige Leute eingehalten haben, um sich das anzuschauen. Und einige Leute, die da waren, die haben, als sie dann die Tiere gesehen haben, sich ihr Essen dann nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ja, also das kann nicht jeder verdauen. Und die Emotionalität ist die eine Seite und die andere Seite ist eben halt, dass Risse meistens mit Schäden gleichgesetzt werden. Und das ist, weiß Gott, eine ganz, ganz andere Sache und hat eine ganz, ganz andere Dimension als nur das tote Tier. Okay, könnten Sie das vielleicht etwas konkretisieren? Ja, sagen wir das mal so, es beginnt ja im Grunde genommen nie wirklich mit einem Übergriff, sondern zunächst wird sich ja um die Herde herumgedruckst, das heißt also die Tiere werden in Mitleidenschaft gezogen durch Beobachtung, das merken und spüren die Tiere, es gibt dort Untersuchungen dazu. Das hat man an Rinderherden untersucht in den Vereinigten Staaten, wo man im Grunde genommen als Ergebnis hatte, jede Stunde kommt irgendein Wolf des Rudels vorbei und kontrolliert und guckt. Und das kriegen die Rinder mit. Und die Rinder fressen dann nicht so viel oder haben doch nicht so viel gefressen und waren deutlich leichter als sozusagen
Vergleichsherden oder als die Tiere im Vergleich der Vorjahre, bevor es Wölfe doch gegeben hat. Das heißt, wir haben schon mal einen Schaden durch geringere Zunahmen. Das Tierwohl ist beeinträchtigt, ja, weil durch die Weiden kann man durchgucken. Und das kriegen auch die Tiere mit. Minderzunahmen. Es gibt beispielsweise genauso gut hier in Deutschland schon, dass weniger Lämmer geboren werden, dass weniger Kälber geboren werden durch dauernde, ich sag mal, Belästigung der Wölfe, die die Tiere dann eben halt stalken. Genauso gut, wo dann eben halt die Überlebensfähigkeit der Lämmer gelitten hat. Da gibt es im Grunde genommen Untersuchungen in den Wolfsregionen, sprich, es gibt Betriebsauswertungen in den Ländern Brandenburg und auch in den Ländern im Sachsen-Anhalt. Ja, das gibt es schon. Das ist eine Komponente, und die andere Komponente ist natürlich, wenn man einen Wolfsriss hat, sind die Schäden sehr, sehr viel größer als nur das tote Tier. Ja, man muss auf den Wolfsberater warten, ja, oder auf den Rissaufnehmer, ja, der dann kommt. Da kann sein, dass man ein paar Stunden darauf wartet, zwei, im besten Fall eine halbe. Das kann aber auch sein, dass man einen halben Tag darauf warten muss. Wenn der dann kommt, muss man dabei sein, muss dann eben halt seine ganze Zeit opfern dafür, dass man ja, Beweise schafft, in Anführungszeichen Beweise, dass man Anhaltspunkte schafft, dass es wirklich ein Wolf war oder Wölfe waren. Und das kommt dann alles sozusagen zusammen. Dahinterher muss man einen Antrag stellen noch. Ja, das gibt teilweise in den Bundesländern eine 70-seitige ja, Kleinakten, die man ausfüllen muss. Und das braucht alles seine Zeit und seine Stunden. Diese Stunden werden nicht bezahlt. Genauso wenig wie jetzt beispielsweise, wenn die Herde ausgebrochen ist, die ist versprengt. Ich sag mal, wenn Sie eine Herde haben von 500 Schafen und die Wölfe jagen die Herde aus dem Zaun, dann kann das durchaus sein, dass die 2, 3 Kilometer versprengt sind. Da müssen Sie die Tiere suchen. Sie müssen die Tiere zusammenfahren. Und das kann tagelang dauern, bevor Sie alles gefunden haben, je nach Gelände. Dann kommt noch dazu, Sie müssen die Tiere nach Hause holen, die tot sind. Sie müssen mit dem Tierarzt die ganze Herde betrachten. Sie müssen vielleicht Nachbehandlungen machen bei verletzten Tieren. Die verletzten Tiere müssen in den Stall, die müssen jeden Tag versorgt werden. Das wird nicht bezahlt. In den meisten Bundesländern jedenfalls. Dann kommt noch drauf an, es gibt Bundesländer, die zahlen keine Tierarztkosten. Ja, und dann kommt noch dazu, wenn ich ein Zuchttier verloren habe, dass ich gar nicht in der Lage bin, ein eben solches überhaupt wiederzubekommen, von der Linie, von der Leistung her oder beispielsweise bei mir, ich kaufe teilweise in Frankreich ein, ich kaufe in Großbritannien ein, da sind dann, wenn ich dann dahin muss, um ja, mir ein Tier zu besorgen, dann sind das auch Kosten, die da drauf kommen, und das Tier muss hier hintransportiert werden. Das sind viel Aufwand. Ich muss ins Auto steigen, ich muss dahin fahren. Das kostet Sprit und das kostet Zeit, das auszusuchen und wie auch immer. Das ist also nicht mal gerade so eben so einfach. Da kommt so einiges dazu, ne? Also das kann man nicht so pauschalisieren, ne? Das funktioniert nicht. Ja. Gibt es eine Untersuchung oder Ähnliches, in der festgestellt wurde, wie denn ungefähr, nicht ungefähr, oder die tatsächlichen Kosten, welche ein Weidetierhalter hat nach einem Wolfsangriff?
Untersuchungen sind mir also keine bekannt. Wir haben in Nordrhein-Westfalen mal einen Vergleich gerechnet. So aus Erinnerung war das so, also das Tier ist dann auch ersetzt worden vom Land NRW. Das war noch zu Zeiten vom Remmel. Das waren, glaube ich, 213 Euro oder sowas. Da hat man dann aber die ganzen Kosten mal zusammengeschrieben gehabt. Und die Zahl weiß ich also so ungefähr auch noch im Kopf. Und gut, es wurde dazu ein Gutachten gemacht. Man hat das Gutachten dann auch zum Land geschickt, aber erstattet wurden nur das Tier. Und die Gesamtsumme belief sich dann auf deutlich über 4.000 Euro. Oh, Ja, okay. das gibt es und man kann natürlich jetzt hingehen und kann das mal zusammenrechnen und Leute, die einen Schaden hatten, die wissen das natürlich. Ich sag mal beispielsweise, wenn man den ganzen Tag drauf bringt und wartet und ist dann mit dem Rissaufnehmer unterwegs, dieser Tag ist weg. Und wenn man Nachsuche betreibt, kommt, ich sag mal pauschal, auch nochmal einen Tag zusammen und dann summiert sich das natürlich auf, und dann kann man sich vorstellen, dass je nach Übergriff, ich sag mal, wenn man jetzt kommt und es ist nur ein Schaf zu Schaden gekommen, aber das ist äußerst selten der Fall. Wir haben im Schnitt fast vier Tiere, die in Mitleidenschaft gezogen werden, ob verletzt oder eben halt getötet oder schwer verletzt, ja, dann kommen dann Summen schnell zusammen, die weit über den Schaden des zu ersetzenden Tieres, weil das eben halt tot war. Ich sag mal, unabhängig jetzt mal von den Tierarztkosten, die entstehen können. Wir haben also hier in NRW einen Schäfer gehabt, der hatte zwei Übergriffe mit insgesamt 40 verletzten Tieren. Und der hatte dann Tiere zu Hause stehen im Stall und da waren dann insgesamt über 20.000 Euro Tierarztkosten aufgelaufen. Oh, das Ja, ist eine das Baustelle. sind Summen, die können schon zur Pleite eines Schäfers führen. Ja. Und wenn man jetzt natürlich diese Bezahlungen oder die Zahlungen dann nimmt, für unsere Zuschauer, die jetzt vielleicht nicht aus der Materie sind, diese Zahlungen sind ja eigentlich Billigkeitsleistungen. Könnten Sie unseren Zuschauern vielleicht kurz erklären, was eine Billigkeitsleistung ist? Na, ich gehe es mal etwas anders an. Wir haben ja im Grunde genommen sogenannte Wolfsmanagementpläne oder wegen mir auch Wolfsverordnungen oder was auch immer. Und in diesen Verordnungen ist immer darauf hingewiesen, dass das eine freiwillige Leistung des Landes ist. Ja, das wird dann so gemacht, dass man sagt, okay, solange Geld da ist oder solange es einen Haushaltsposten gibt dafür, gibt es das. Es ist teilweise zeitlich begrenzt, dass man sagt, das gilt bis zum 31.12.2000 und. Ja, und die andere Möglichkeit ist dann eben halt, dass es definitiv drinsteht, dass dann gesagt wird, das ist eine Billigkeitsleistung des Landes. Im Grunde genommen, es gibt keinen Rechtsanspruch auf dieses Geld. Keinen. Das heißt also, im Prinzip muss man zwei Punkte sagen. Man kann sagen, wie, Ihr Name ist Müller? Nee, Müller kriegt bei uns nichts. Dagegen kann nichts unternommen werden. Das heißt also, man kann keinen, ja, entschuldigen, man kann keinen Rechtsstreit anstrengen. Deswegen, man hat keine Möglichkeiten dagegen vorzugehen, auch wenn man jetzt mit der erstatteten Summe nicht zufrieden ist oder mit dem Verfahren an sich, ja, hat man keine Möglichkeit, irgendeinen Rechtsanspruch durchzusetzen, weil es ihn ganz einfach nicht Nicht gibt. Die gibt's. Leistung ist billig, das heißt also, sie kann ja erbracht werden, muss aber nicht.
Wenn man sich jetzt aber das Geschehen europaweit oder weltweit anschaut, dann kommt man doch eigentlich zu diesem Schluss, dass es das Herdenschutz, mehr oder weniger passiver Herdenschutz, nirgends auf der Welt praktikabel ist. Warum oder wie können Sie sich erklären, dass es dann immer wieder Orte gibt, wo man denkt, hier, wir erfinden das Rad neu? Wir Deutschen sind ja besonders schlau, glauben viele. Ich sag mal, das ist im Grunde genommen schon alles durchgeprüft, weil ich sehr gute Kontakte eben halt nach Frankreich habe und war auch selbst persönlich mehrfach in Frankreich. Hier ist die sogenannte die CERPAM sehr hervorzuheben. Die hat im Grunde genommen alles getestet und sagt, naja, so richtig funktioniert das alles nicht. Die sind da viel, viel weiter als wir. Aber wir meinen hier immer, wir könnten was Neues erfinden und wir müssen das machen. Das ist aber auch eines der falschen Narrative, das von Behörden, von der Politik und von NGOs hochgehalten wird. Ja, Herdenschutz funktioniert, Ausrufezeichen setzen. Ja, und das ist eben halt nicht immer so. Ich sag mal, um mal eine klare Aussage zu treffen, ein bekannter Wolfsforscher, ich weiß es jetzt nicht gerade, wer es gewesen ist, entweder war es Botani oder Miech. Die haben gesagt, Herdenschutz reduziert die Anzahl Risse um 30%. Punkt. Und da sage ich dann Ausrufezeichen noch dahinter, weil, ja, wie viel war die Zahl denn vorher oder was ist die Zahl denn vorher? Ich sag mal, wir haben exemplarische Beispiele, dass eben halt selbst in Sachsen ungefähr 2/3 der Übergriffe bei gefordertem Mindestschutz stattgefunden haben oder bei mehr als Mindestschutz. Wir haben in Nordrhein-Westfalen im Grunde genommen gesehen, dass Wölfe ohne Probleme über die 1,20 Meter gehen. Ja, das ist für mich keine Überraschung, aber manche Leute glauben, wenn man 1,20 Meter zollt, springt kein Wolf mehr da rein. Wenn er einmal springt, springt er immer. Und das ist physiologisch für Wölfe kein Thema. Die können auch 2 Meter und dann hört nämlich dann eigentlich schon die Möglichkeit des Herdenschutzes mit Zäunen auf. Ja. Und sag mal, bring es mal auf einen Satz zusammen. Wettrüsten verlieren die Weidetierhalter. Das können wir doch jetzt als sehr aussagekräftiges Schlusswort nehmen. Herr Gerd Dumke, ich danke vielmals und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke ebenso. Als denn, passen Sie auf sich und wenn Sie haben, auf Ihre Tiere auf. Sollte Ihnen unser Video erneut gefallen haben, hinterlassen Sie uns doch bitte einfach einen Daumen hoch. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren.